Elena Bondarenko war bis 2021 Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirche in Moskau. Als die staatlichen Repressionen auch gegenüber der Kirche in Russland immer größer wurden, gingen sie und ihr Mann nach Lettland. Elena Bondarenko durfte dort allerdings nicht als Pastorin arbeiten. Über Kontakte des Lutherischen Weltbundes kam sie am 21. November 2022 nach Seesen am Harz. Die Wege Gottes sind wirklich unbegreiflich. Das ist wirklich so. Ich habe es mir nicht vorgestellt. Ich kannte meinen Weg nicht und die Zukunft auch nicht. Und dass es so ist, ist auch eine Freude letztendlich, auch wo die lutherische Kirche nicht die Diaspora, sondern die Mehrheit ist. Das ist wunderbar. Die neue Chefin von Elena Bondarenko ist Maike Breuer-Egert, die Pröbstin von Gandersheim und Seesen. Einige Pfarrstellen sind in der Region nicht besetzt. Jetzt eine neue russische Kollegin, das hat es hier noch nie gegeben. Das ist eine Ausnahmesituation. Aber natürlich ist es so, dass wir schlichtweg einfach Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen. Wir haben zu wenig theologischen Nachwuchs. Und aufgrund unserer gesellschaftlichen Situation hier im ländlichen Raum und dem doch durchaus sehr friedlichen und sehr gedeihlichen Miteinander auch von russischstämmigen und ukrainischstämmigen Menschen hier bei uns, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eine russische Pastorin, nicht jeder in der braunschweigischen Landeskirche mochte sich damit anfreunden. In Seesen gibt es diese Vorbehalte offensichtlich nicht. Gerade weil auch die Seesener in der Ukraine-Hilfe tätig sind, kann Frau Bondarenko auch da Brücken bauen, weil sie als russisch Sprechende auch sozusagen sich mit Ukrainern und Ukrainern versteht. Das heißt, auch da kann sie als Übersetzerin helfen, zu gucken, wie kommt man jetzt hier in Deutschland klar. Und von daher bin ich froh, dass die Seesener das hier gut hinkriegen. Elena Bondarenkos Mutter und ihre Schwiegereltern leben noch in Russland. Aus Rücksicht möchte sie sich deshalb politisch über ihre Heimat nicht äußern. Anfeindungen hat sie in Seesen jedenfalls noch nicht erlebt. Die Menschen normalerweise unterscheiden die Regierung und die Menschen, weil das ganz andere Planeten zurzeit sind.